Vorne zeige ich dir, wie du die Spaltenbreite und Zeilenhöhe der Tabelle festlegen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt da eine Tabelle habe, möchte ich diese Höhe da angeben, kann ich da draufklicken, rechte Maustaste, Tabelleneigenschaften und hier kann ich jetzt die Zeile definieren. Und zwar nehme ich da 0,5, ich muss da mindestens hinten auf genau, nicht mindestens. Und dann OK. So, jetzt habe ich bereits 5 mm die einzelne Zeile. Ich mache das gleiche jetzt auch noch für die Spalte. Ihr seht, da habe ich jetzt eine verschoben, dann ist dem nicht mehr so. Dann muss ich das wieder anklicken. Genau, 0,5. Genau. Noch einmal Tabelleneigenschaften, jetzt die Spalte auch auf 0,5. Und dann habe ich da 0,5 mal 0,5. Wenn ich das als Häuschen machen möchte, kann ich hier einen kleinen Tipp. Ich gehe Start, dann die Rahmen und Schattierungen und gebe dem da eine helle Farbe. Jetzt könnte ich das kopieren und dann hätte ich Häuschenpapier.